Also wir sind dafür da, um die ganzen Mietfahrzeuge zu warten, zu kontrollieren, ob irgendwelche Defekte sind und sie gegebenenfalls zu reparieren. Das kann man wie beim Kfz-Service vergleichen. Und da sind wir halt zuständig, alles auszubauen und zu zerlegen, alles kontrollieren, davor natürlich reinigen, damit wir es kontrollieren auch können. Und dann halt auch wieder einbauen, wenn das alles funktioniert und alles seine Richtigkeit hat. Und dann kann er wieder flugklar geschrieben werden und wieder in den ganz normalen Flugbetrieb übergeben werden. Also man braucht jetzt eben für die Fliegerhaft 1, wo wir hier jetzt sind, als Luftfahrzeugtechniker, muss man nicht Soldat sein oder keinen militärischen Hintergrund. Wir sind alles Zivilisten quasi hier, wir sind Zivilbedienstete beim Bundesheer. Prinzipiell ist die Ausbildung sehr komplex bei uns, da wir halt von Holz bis Kunststoff bis Stahl, halt Blech, Bearbeitung alles mitmachen, auch Elektrotechnik bis zur Bordausrüstung. Also die Helme, die Nachtsichtgeräte von Piloten sind ebenfalls bei uns in der Werft dabei und dafür sind wir auch zuständig, dass das gewartet wird und kontrolliert wird. Und deswegen ist es alles sehr facettenreich und viel zum Lernen. Natürlich am Anfang wird mit den Grundlagen gestartet, das heißt feilen, das Material mal kennenlernen und diverse Basics halt werden geschult. Und dann, je nachdem welchem Lehrer du dann bist, halt wirst du in verschiedenen Fachabteilungen dann eingeteilt und kannst dann halt schon überall mitarbeiten. Ja. Bei mir ist der Job sehr abwechslungsreich, das ist das, was mir am besten gefällt, da wir halt viele verschiedene Abteilungen haben, wo wir mitarbeiten können, sei es die mechanische Werkstätte, wo Drehen, Fräsen, Feilen noch dabei ist, beziehungsweise diverse andere Werkstätten wie Lackiererei, Blechbearbeitung, Komponentenwerkstatt, wo die einzelnen Komponenten von den Hubschraubern und Flugzeugen nochmal genauer inspiziert werden und kontrolliert werden. Das Reinigen gehört natürlich dazu. Das ist eine Tätigkeit, die nicht jeder mag, sage ich mal. Aber das ist ganz wichtig und wesentlich, da wir halt alles sehr genau kontrollieren müssen. Und um das zu kontrollieren, brauchen wir halt ein sauberes Material, was wir kontrollieren können. Deswegen natürlich immer reinigen. Und das kann bei Luftfahrzeugen halt auch sehr viel sein, da es halt auch groß ist und viele verschiedene Komponenten dabei sind, ganz klar. Bei uns muss man generell sehr, sehr viel lernen, weil doch alles recht komplex ist und wir viele verschiedene Facetten abbilden müssen, sei es von Mathematik, diverse Umrechnungen oder halt Englisch, da unsere Unterlagen alle in Englisch sind, weil es halt amerikanische Firmen oft sind von den Luftfahrzeugen. Also gute Englischkenntnisse, gute Mathekenntnisse und wir haben eben auch die Berufsschule während der Lehre, jedes Lehrjahr. Und da wird halt alles von Grund auf quasi gelernt. Da braucht man jetzt kein Basiswissen davor schon haben, wie was funktioniert. Das bekommst du alles gelernt in der Lehre. Ich habe ganz stark bemerkt, dass ich selbstbewusster geworden bin, unter anderem durch die Verantwortung, die wir übernehmen, wird man mit der Zeit auch selbstbewusster und weiß, was man kann, wo man quasi Stärken und Schwächen hat und dann an den Schwächen am besten arbeiten. Und natürlich kommunizieren. Die Kommunikation ist bei uns halt sehr wichtig, weil wir im Team funktionieren müssen. Und das entwickelt man in den Lehrjahren halt auch sehr, sehr stark und das habe ich bei mir auch bemerkt. Das Highlight war ein Mitflug vom Blackhawk. Das war im zweiten Lehrjahr, durften wir mitfliegen mit dem Blackhawk eben und das war schon eine sehr coole Erfahrung, kann man sagen. Ja. Ja, uns in der Lehrlingsausbildung ist es am wichtigsten, einfach den Grundsatz in der Fliegerei zu vermitteln und das ist die Verlässlichkeit. Weil natürlich ein Luftfahrzeug, das nicht funktioniert, nicht einfach im Himmel stehen bleiben kann und das von uns garantiert sein muss, dass das eben zu 1000% funktioniert. Es ist vom Dienstgeber gefordert, einmal die Grundkenntnisse in allen Fachrichtungen zu haben, aber mehr oder weniger kann man sich dann spezialisieren und sagen, ich will eher Flugwerk machen oder eher Triebwerk machen oder komplett in die andere Richtung, ich bleibe eher bei der Elektronik und Bordausrüstung. Durch das Heerespersonalamt findet die erste Auswahl statt. Die Bewerber kommen dann in die Fliegerwerft 1 und absolvieren dann einige Tests, also Allgemeinwissen vor allem, etwas Mathematik und auch handwerkliches Geschick sind ein paar Übungen dabei. Mit abgeschlossener Lehrabschlussprüfung treten die Lehrlinge zu einer neuen Ausbildung an, zum Militärluftfahrtwart in Ausbildung. Die Dauer ist je nachdem 2 bis 3 Jahre. Dann können Sie zu einer Prüfung antreten und so können die Qualifikationen immer weiter gesteigert werden. Danach kommt der Militärluftfahrzeugwart erster Klasse und dann kommt der Meister. Und das natürlich auf jeder Type. Bis man ein Meister ist, sind im kürzesten Falle, also im besten Falle, in etwa 10 Jahre, 10 bis 12 Jahre.